In meinem Haus soll es spuken. Keine 2 Monate nachdem ich hier eingezogen bin, hat schon die Gerüchteküche in Facebook gekocht. Tatsächlich habe ich wirklich auch ein Erlebnis gehabt mit dem Geist, der hier wohnen soll oder wohnt. Willkommen bei Endlich Selbstversorger. In meinem Haus soll es spuken. Also ist es schon so, dass die Schweden mehr an Geister glauben als die Deutschen. Eine Erklärung, die ich gehört habe, ist, dass ja durch den Krieg in Deutschland viele Häuser zerstört worden sind. Dadurch sind viele Neubauten entstanden und in den Neubauten können sich wohl die Geister nicht so einnisten. Also die alten Geister sitzen wohl auch mehr in den alten Wänden. In Schweden war ja auch der Krieg, sie waren ja beim Krieg nicht dabei, also gibt es viele alte Häuser und viele alte Geistergeschichten. Kurz nachdem ich hier eingezogen bin, also 2 Monate nachdem ich hier eingezogen bin, vor 2,5 Jahren, ist in Facebook, gibt es eine Gruppe und da hat dann die Gerüchteküche gebrodelt. Da wurde dann über mein Haus gesprochen, dass hier ein Geist wohnen soll. Ein alter Mann. Es war eine sehr spannende Geschichte. Ich fand es aber nicht so lustig, dass sie ja in Facebook geschrieben haben, weil ich hatte schon Angst, dass alle hochkommen und sich diesen Geist angucken wollen. Und ich möchte eigentlich ja doch hier oben meine Ruhe haben. Hier hinter mir ist die alte Schmiede, da wohnen jetzt die Schafe drin. Und da soll wohl der Geist immer um 4:30 auf den, was heißt das? Immer um 4:30 auf den Amboss schlagen. Ich bin dann hier rum und habe gedacht, muss doch mal hören, ob das wirklich so ist. Hab dann auch immer so um 4:30 rum, habe ich dann genau Arbeiten hier gemacht, damit ich das dann auch mitkriegt, wenn er da um 4:30 auf diesen Ambush schlägt. War aber nichts. War ich schon halb enttäuscht und plötzlich ist mir da eingefallen, damals gab es ja noch keine Sommerzeit. Ich warte einfach bis 5:30. Bin immer hier rumgeschlichen, aber ich habe nichts gehört. Kein Geist, der auf irgendeinen Ambush geschlagen hat. Also früher, die hier gewohnt haben, ganz früher, die hatten das als Sommerstelle und die waren auch so ein bisschen drauf, esoterisch und Geister. Und er hat wohl, der hier gewohnt hat, in einem Sarg geschlafen. Er hat auch ein Pferd, ist mit dem Pferd nach Kopperberg gefahren, ist mit seinem Pferd nach Kopperberg geritten, hatte immer ein großes Messer dabei. Also ich glaube, die wollten auch, dass es hier ist. Ich weiß es nicht. Die Frau, die hier vorher gewohnt hat, die hatte wohl auch Kontakt mit dem Geist, weil die haben die untere Etage haben sie aufgerissen, sodass aus mehreren Zimmern eine Etage wurde, also ein Zimmer, ein Raum. Und da war wohl der Geist nicht so einverstanden und da hat sie dann mit ihm gesprochen. Und hat ihn beruhigt. Und seitdem wäre er wohl Ruhe gewesen. Also da war wohl mehr Krach. Früher gab es dann wohl auch viele Treffen, also Leute, die hier übernachtet haben. Da hat er wohl angeblich immer die Bettdecke weggezogen und die Leute kamen dann mit der Matratze runter, weil sie so Angst hatten vor dem Geist. Oder der Geist hat angeblich dann die Leute runtergeschmissen. Dann waren auch viele Feste da und dann gab es dann auch mal so Streiche. Da kamen dann irgendwelche Freunde und sind dann aufs Dach gestiegen und haben dann in den Schornstein Ketten gerasselt oder reingeworfen. Und alle Leute haben sich fürchterlich erschreckt. Ich weiß es nicht.
der Geist soll auch einen Namen haben, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich kann den Post nicht mehr nachgucken in Facebook, wo er heißt irgendwas mit Peggy oder so. Und er soll aber eigentlich ganz nett sein. Also er soll, also die Frau, die über ihn geschrieben hat, die war, die sagte, er wäre ein ganz ruhiger und er hätte, sie hätte niemals das Gefühl gehabt, dass er bösartig ist oder so. Er hätte halt irgendwie mal ein paar Sachen runterfallen lassen, aber eigentlich, also sie hatte nie Angst gehabt, hier zu wohnen. Ja, Geisterautos soll es hier auch geben. Also es gibt unheimlich viel Gerüchte im Dorf über das Haus. Also es soll ein Auto hier durch die Gegend fahren, nachts. Ein Geisterauto, ich weiß ja nicht. Also vielleicht mag es ja wirklich sein, dass es Geister gibt, aber ein Auto, das herumgeistert. Also daran glaube ich überhaupt nicht. Und ich habe auch keins gesehen, solange ich wohne, seit 2,5 Jahren. Ist mir kein Geisterauto begegnet. Der Geist soll jetzt da oben in den beiden Zimmern wohnen. Also wenn man da guckt über der blauen Plane, das Fenster, das ist wohl ein Zimmer. Und dahinter, das hat dann auch ein Fenster nach Westen, das wäre das andere Zimmer und da würde er wohl jetzt wohnen. Das ist das richtige Wetter, um so einen Film zu machen. Neblig und unheimlich. Was sagst du dazu, Merning? Das ist das Zimmer, wo der Geist wohnen soll. Das ist das andere Zimmer. Ja, in diesem Raum soll er, wie gesagt, wohnen. Ich habe hier jetzt mein Gästezimmer. Mein Erlebnis hatte ich gleich in der ersten Nacht, wo ich übernachtet habe. Ein Raum mit dem Doppelbett. Hatte es eigentlich auch gedacht als dauerhaftes Schlafzimmer. Der Tag, wo wir umgezogen sind, war ziemlich anstrengend gewesen. Ich musste immer, also ich hatte das einzige Auto gehabt, wo ich die Anhänger mit hochfahren konnte. Wir hatten mehrere Autos und mehrere Anhänger, aber nur ich konnte es hochfahren. Und ich war sehr, sehr angespannt. Vor allen Dingen im Schulterbereich. In der ersten Nacht hatte ich dann einen Traum, dass ein älterer Mann neben mir im Bett liegt. Ich seitlich, er seitlich und plötzlich nimmt er mich an der Schulter. Ich hatte natürlich Angst im Traum und habe gesagt, lass mich los, lass mich los. Aber dann wurde es noch schlimmer. Dann hat er mich noch härter angepackt. Und dann hatte ich mich wohl erinnert, was man so zu Geistern sagen soll, damit sie einem in Ruhe lassen. Und dann habe ich gesagt, Wille Fred, ich habe wohl schwedisch mit ihm gesprochen, Friede sei mit dir, Friede sei mit dir. Und dann hat er mich losgelassen. Ja, also der Traum ist mir dann morgens eingefallen und dann habe ich gedacht, nein, ich will hier nicht mehr schlafen. Ich bin dann umgezogen, habe jetzt auch mein Schlafzimmer, also mein Wohnzimmer ist auch gleichzeitig Schlafzimmer, da mein Bett. Und durch die ganzen Gerüchte, die am Anfang ja um das Haus war, vor allen Dingen Facebook, also das war schon richtig viel.
war ich mir dann auch recht unsicher, wohnt hier wirklich ein Geist oder wohnt keiner. Und all das Haus ist halt so, man hört viel, das Haus bewegt sich, es knarrt, die Katzen, die machen auch immer Krach, die sind hier oben, springen hoch und runter. Und da wusste ich halt nie, ist es jetzt der Geist oder sind es denn meine Katzen? Inzwischen muss ich sagen, fühle ich mich sehr wohl hier. Also ich habe keine Angst mehr, es ist auch nichts mehr passiert. Also es ist nichts passiert, dass ich irgendwie das Gefühl habe, hier wohnt ein Geist. Das heißt ja immer, dass Geister dann irgendwelche Sachen verstecken. Aber ich bin so chaotisch, also ich verlege meine Sachen ständig. Ich würde es gar nicht merken, also ich würde den Unterschied nicht merken, ob jetzt ein Geist meine Sachen weggenommen hat oder ob ich es einfach nur mal wieder verlegt habe. In allem bin ich sehr froh, in dem Haus zu wohnen, und sollte hier ein Geist wohnen, ist es okay. Also dann, er hält sich ja sehr zurück und stört mich nicht, so darf das gerne sein. Das war die Geistergeschichte von Endlich Selbstversorger. Es gibt also hier nicht immer Geistergeschichten, sondern eigentlich berichte ich über mein Haus hier in Schweden mit dem Wald, wie ich durch den Winter komme und wie ich mich selbst versorge. Wenn euch der Film gefallen hat, dann drückt doch auf den Daumen nach oben. Wenn er euch nicht gefallen hat, könnt ihr natürlich den Daumen nach unten drücken. Aber mir wäre, ich sag, konstruktive Kritik wesentlich lieber. Dann kann ich auch was verändern. Einfach sagen, der Film war schlecht, das bringt mir nicht. Oder einfach der Daumen nach unten, das bringt mir nicht viel. Ich freue mich auf eure Anregungen. Oder vielleicht habt ihr ja auch Geistergeschichten. Würde mich auch freuen, das zu hören. Das ist ja immer spannend, Geistergeschichten. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Film. Bis dann, tschüss. Na, Mary? Tschüss. Nein, ich gehe nicht weg.